nur ganz gut, kurzer Überblick über die Beziehung von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und als letzter Prophet, als Siegel des Prophetentums mit den anderen und seiner Botschaft mit den anderen früheren Botschaften von den vorigen Propheten, die vor ihm kamen. Friede sei mit ihnen alle. Diese Beziehung läutet der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz gut in einem Hadith, das eigentlich in Bukhari und Muslim überliefert ist, in dem der Prophet, Friede sei mit ihm, sagt: Mein Beispiel und das Beispiel von den Propheten, die vor mir kamen, ist so wie das Beispiel von einem Mann, der ein Haus oder ein Schloss gebaut hat. Der hat das ganz schön und vollkommen fertig gebaut, dekoriert, ganz schön verziert. Und es ist eine Lücke geblieben, ein kleines Loch geblieben in einer Ecke von diesem Schloss, die noch nicht fertig ist. Alles ist fertig gebaut, alles ist auf vollkommenste Art und Weise, schönste Art und Weise fertig gebaut, bis auf ein kleines Loch in einer Ecke dieses Schlosses, dieses Hauses. Die Menschen sind umkreist um dieses Haus, um diese Gebäude, um dieses Schloss und haben sich gewundert, warum fehlt diese Lücke? Wie schön wäre es, wenn diese Lücke auch fertig gebaut wird und fertig gemacht wird? Das ist eigentlich ein Mangel in dem Schloss und es ist ein Wunsch da, dass diese Lücke auch fertig gebaut wird. Und diese Lücke ist, das bin ich und ich bin das Siegel der Propheten. Also das Bild, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gibt von diesem Hadith, ist, dass alle Propheten für das Gleiche gearbeitet haben. Eigentlich im Prinzip. Im Wesentlichen war ihre Arbeit eine Arbeit von einer Zusammenarbeit für das gleiche Hauptziel, nämlich La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und ihr Bauwerk war ein Bauwerk, nämlich den wahren Glauben. Den Glauben klarzustellen für die Menschheit. Und die Menschen den Glauben auf vollkommenste Art und Weise, schönste Art und Weise zu lehren und zu zeigen. Das zeigt uns eigentlich, dass die Botschaften aller Propheten eigentlich im Prinzip eine ist, was Aqida betrifft, was Glaubensgrundsätze betrifft. Das, worum jede Botschaft jeden Propheten gedreht ist, ist, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und die Menschen hinzuweisen, dass es nach dem Tod Wiederleben gibt und es gibt dann Konsequenzen von diesem Leben, die Auswirkungen haben von unserem Leben in diesseits, die man eben die Auswirkungen haben für unsere Zukunft im Jenseits, eben, dass es eben Paradies und Hölle gibt. Auf das haben alle Propheten ihre Völker und ihre Gemeinschaften aufmerksam gemacht. Und das ist alles einig. Es hat kein Prophet widersprochen mit dem anderen, weil das wäre hätten die Propheten sich da widersprüchlich verhalten, dann wird einer als Lügner und einer als Wahrhaftiger zu betrachten, was eigentlich unmöglich ist. Alle Propheten sind die edelsten Menschen, die edelsten Geschöpfe Allahs und die Elite von den Geschöpfen Allahs mit ihren vollkommenen Charakter und vollkommenen Eigenschaften.
Und keiner von denen ist anfällig für Lügen oder für Betrügen und ähnliche menschliche Schwäche oder menschliche Mängel. Daher ist es für uns von großer Wichtigkeit, das zu betonen, dass von Aqida her, von Glaubensgrundsätze sind alle Propheten, haben alle Propheten für das Gleiche aufgerufen. Was sich unterschieden hat von einer Botschaft zu einer anderen, von einem Propheten zu einem anderen, ist die Scharia. Die Scharia, die Gesetzgebung, die Regeln, die eben diese hat sich entwickelt teilweise oder hat sich verändert von einer Zeit zu einer anderen und zu einer anderen. Und das ist aber logisch, weil die Umstände von den Menschen haben sich auch mit im Laufe der Zeit verändert, beziehungsweise jeder Prophet ist zu seinem eigenen Volk geschickt worden und in einer bestimmten Umgebung geschickt worden. Und in dieser Umgebung haben Umstände gegolten, was in anderen Umgebung nicht vorhanden waren, beziehungsweise, wie gesagt, die Zeiten haben sich verändert und die Umstände haben sich auch im Laufe der Zeit verändert. Daher ist es logisch und angebracht, dass die Gesetze sich auch verändern von einer Zeit zu einer anderen und von einer Botschaft zu einer anderen. Aber das erste Teil ist nicht logisch, dass es eben unterschiedlich ist. Daher verstehen wir dann davon, dass der Glaube eigentlich bei Allah ist eine. Es gibt nicht verschiedene Religionen. Es gibt nur eine Religion. Und das betont Allah auch, subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, im Koran, indem er sagt, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Der Islam hier ist im, was gemeint ist, ist im großen Sinn. Es gibt eine Bedeutung für Islam im großen Sinn und eine Bedeutung im kleinen Sinn. Im großen Sinn ist, dass jeder Prophet vom Propheten Adam a.s., der erste Prophet, der erste Mensch auch war, bis zum Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, der letzte, der Siegel aller Propheten, ist die Botschaft eine. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Jeder, wenn wir sprachlich die Bedeutung von Islam schauen in Wörterbücher, denn Islam bedeutet Hingabe. Und es ist unvorstellbar, dass einer von allen Propheten, Friede sei mit ihnen alle, sich nicht diese Hingabe verwirklicht hat. Die Hingabe, dem Willen Allahs, subhanahu wa ta'ala, sich hinzugeben. Es ist unvorstellbar, dass einer von den Propheten widersprüchlich zu dieser Hingabe gelebt hat oder sich verhalten hat. Im Widerspruch mit dieser Hingabe. Und daher ist der Glaube bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Islam. Im Sinn von La ilaha illallah. Jeder hat sein Volk und seine Gemeinschaft aufgerufen für diese zentrale Botschaft, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und in dieser Hinsicht ist der Islam als große zu sehen, so dass alle Propheten, genauso wie der Prophet, mit ihm in diesem Hadith das beschrieben hat, sie waren alle beteiligt in dem Bau des Schlosses, des Glaubensschlosses. Jeder in einer Weise und jeder zu seiner Zeit, aber jeder war in irgendeiner Weise beteiligt in dem Bau dieses Schlosses. Aber die Gesetzgebung, wie gesagt, haben sich entwickelt und sie waren unterschiedlich.